Oh, nice. Hey Gamerinos, ich bin der Marc, der BMAG, und wir spielen Planet Coaster. Das ist ein Game, das gemacht ist worden oder wird noch immer gemacht. Das ist noch Beta bis Mitte die Ende die Woche. Nein, heute kommt es raus. Keine Ahnung, wieder kommt's, ich glaube, diese Woche kommt es raus. Ist von dem Macher von Rollercoaster Tycoon 3, das kennen wir vielleicht noch. Das ist das Spiel, das man Achterbahnen baut. Und ich würde doch sagen, jetzt eigentlich mal das Spiel, es gibt, du darfst es nicht verwechseln mit was soll in Grassland. No Grassland. Der Park ist der BMAG Park. Man darf es nicht verwechseln mit dem Rollercoaster Tycoon World, das ist von anderen Entwicklern und ist uhren schäbig, das habe ich nämlich auch mal gecheckt, das ist absoluter Scheiß. Das Spiel, ich nehme es schon vorweg, ist absolut geil, für das es da noch Beta ist. Es ist, glaube ich, die beste Parksimulation, die ich seit Rollercoaster Tycoon 2 gesehen habe. Warum sage ich das? Weil ich in meinem Leben schon über 150 Rollercoaster, 150, 250 Rollercoaster bin gefahren. In Amerika, in England, in Spanien, in Deutschland, in. Wo war ich noch? Italien. Also, ich komme es müde raus. Und was wir, wenn wir es mal ein bisschen anschauen, von den Typen her, haben wir noch nicht so viele Coaster, aber so die wichtigsten die sind drin. B&M, das ist die Schweizer Marke, da habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Silverstar ist von denen. Das wäre die da hier. Haben wir wirklich jenste Varianten. Wir haben Flying Coaster, wir haben Floorless Coaster, wir haben Inverted Coaster, sowohl die Intamin-Variante als auch die B&M-Variante. Wir haben Vekoma Junior Coasters, wir haben Premier Rides Launch Coaster, wir haben Intamin Launch Coaster, wir haben Aero Looping Coaster, wir haben die klassischen Mine Trains, die wir auch noch kennen, wir haben sogar, was auf der Welt nur einen gibt, nämlich im Hershey Park, da bin ich gefahren, so einen Wing Coaster, so einen halben Wing Coaster von Intamin. Wir haben einen Abschuss Single Rail Coaster, wo der irgendeinmal mal rauskommen von RMC. Wir haben einen Spinning Coaster von Maurer Söhne, wir haben einen B&M Stand-Up, wir haben Gerslauer Eurofighter, wir haben einen Wing Coaster von B&M, einen Abschuss Wing Coaster von B&M. Ein hundsgewöhnlicher Wooden Coaster von B&M, wir haben ein RMC Hybrid und wir haben Gravity Group Hybrid, wir haben Intamin Giga Coaster, S&S Swing, Free Swing, what the fuck, wir haben im Prinzip relativ viel. Und wir haben da hier auch noch ein S&S Loco Coaster, also für alle die, die rauskommen in Achterbahnen, das ist relativ viel. Für alle anderen, ich jetzt denke, was verschnurrt hat da hier die letzten Minuten, es hat auf jeden Fall relativ viel Coaster. Und wir bauen doch einfach mal einen, wir bauen einen, den ich noch nie gebaut habe, ich habe es auch noch nicht so lange. Ja, da muss man das nicht erklären. Wir nehmen. Nein, das habe ich nicht wollen. Fuck. Wir nehmen. Hyper- oder Giga-Coaster. Je höher man baut, umso mehr. Was sagt man? Umso mehr. Kostet er. So. und ja, da geht's schon los. Wir bauen jetzt da wirklich, also wirklich nicht irgendwie hure, wir gehen jetzt nicht irgendwie hure in Details. Wir bauen jetzt einfach mal einen, der so halbes funktioniert. So, und dann machen wir da hier ein Kürfeli und die uns noch ein bisschen drehen. Jetzt bin ich jetzt zu wenig hoch. So, voilà. Hä? Wumm. Das ist doch so mal nicht schlecht. Nein, da behalten wir die Unge. Wumm. Nein, das wollen wir logischerweise nicht. Machen wir das Ding mehr oder... Wir können so gerade machen. So, danke vielmals. Upp, der ist nämlich gerade. So. Nein, das habe ich nicht wollen. Und jetzt geht's los. Und... nein. Upp, gehen wir ruhig. Wo jeder gute Coaster muss natürlich einen Lifthill haben. Gehen wir ruhe. Ja, das ist, wie hoch ist das? Kann man das zeigen? Ah, ja, da geht's. Ruhe. Terrain. Ja, keine Ahnung. Wir gehen noch mehr ruhe. So, das reicht. Hä? Das ist doch fast der Fury Coaster, den ich gefahren bin in North und South Carolina.
Ja, so krass können wir auch nicht, aber jetzt ist. Ah nein, wo das geht. Wenn wir jetzt mal einen ganz harten Twist achten, und jetzt. Wie kann man das? Müsste ich theoretisch gehen, oder? Geht das nicht? Okay, geht nicht. Sonnendreieck geht das nicht. Okay, es wird theoretisch gehen. Aber nee, komm, wir machen jetzt wirklich Basic. Aber. Ja. Ja. Warte, hier machen wir. Was kann ich nicht? Hier machen wir. Gehen wir Ruhe. Jetzt können wir etwas freier da hier, etwas schöner. Das können wir das nicht noch hier runter tun. Jetzt sollte ich wirklich das auch mal ein bisschen. Wie hoch ist der Coaster? 42 Meter, das ist ja nichts! Das ist ja weniger hoch als die fucking Silverstar. Nein, 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 nee, komm. Das kann ich nicht. 72 Meter! 42 Meter, spinnst du? Hast du die Hose geschissen? Nein, nein, nein. Dann gehen wir noch ein bisschen höher halt. So. Aber. Das sieht auch cool hoch aus, aber anscheinend ist es nicht, ja. Wie hoch? 63 Meter. Ja, das ist jetzt auch nicht so hoch wie Silverstar, aber. Gut, Silverstar ist eh scheiße, von dem her. Oh, das hätte ich jetzt nicht so sagen. Jetzt hey, hassen mich die alle. Silverstar ist nicht so gut, wie viele meinen, dass sie ist. Wenn jemand. Also, ich bin ja jetzt schon ein paar B&M Hypers gefahren und. Ich kann doch auch so sagen. Da gibt es. Oh, nein, 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 das ist zu extrem. So, aber Gretu, und jetzt gehen wir langsam hoch. So, langsam. Immer noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Können wir nicht, hä? Okay, schau da. Wow! Ein Hurencoaster. So, noch ein bisschen so. So. Nein, das ist extrem. Da verreckst du ja. Komm. So ganz. Einfach mal so. 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 Wumm. Oh, das ist viel zu extrem. Ich bin eben so hin, weil ich das Zeug immer ein bisschen realistisch bauen. Es sieht auch nicht so gut aus, wenn ich gebe es ja zu. So, jetzt schauen wir mal, was wir da hier haben. Haben wir irgendwas Schützes? Look at das. Das wird doch mal. Das passt doch. Das nehmen wir. Nein, ja, was wollte ich jetzt wollen? Da. Nein. Das. Da kann man es noch ein bisschen grösser machen. Ja, kannst du eh lernen. So. Hoffen wir, funktioniert das. So. Und jetzt gehen wir wieder hoch, gerade. Ja. Ja, super. Nehmen wir. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Jetzt machen wir es ein bisschen länger. So, und jetzt müssen wir langsam wieder ein bisschen hoch. So. Nein, 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 nein. Jetzt gehen wir runter und runter. Ja. Hure geile Bahn. So, und jetzt gehen wir da Vollgas. So, und jetzt nehmen wir, jetzt machen wir eine Monsterkurve. Schau da, so, jetzt müssen wir die Monsterkurve schauen. So. Nö. Da, schau das an. Nein, nein, nein. Nein. So, warte. Und wieder gerade. Ja. Ein bisschen hoch. Und ein bisschen runter. So, und hier. Oh, nein, jetzt möchte ich hier eine Blockbremse reinjagen. Mal schauen, ob das gut kommt. Eine Blockbremse. Friction, Trim Brakes, Block Section. Schönen Moment. So, und jetzt gehen wir hier wieder runter. Ja, genau. Und jetzt machen wir da hier, haben wir nicht irgendwie noch hier. Nein, das kann man das nicht kleiner machen. Ah, mal kann man. Das ist fast ein bisschen zu krass, aber nein, das kommt auch nicht. Ja! Ja! Probieren wir es mal. Jetzt machen wir hier Kurven. Ist jetzt wirklich. Je schneller, umso besser. Ich glaube, da wird mit rechts Speed kommen. Dann kann ich es ein bisschen grösser machen. Ah, können wir nicht. Das ist das Maximum. Okay. Haben wir noch ein bisschen mehr? Ja.
Jetzt kann man es schon komplettieren. Mal schauen, ob das gut kommt. Geht das? Also, Giele, schauen wir uns mal an. Unsere super Rollercoaster. Ob da etwas kann. Also, let's do this. Und dann testen. So. Na, da sehe ich, sie sind richtig motiviert. Und wir machen nicht mal zum Ding her, oder was? Nein! Komm! Ja, wir haben es geschafft. Also. Ja, aber hallo, das Geschwindigkeit ist gleich. Ja, das geht nicht. Nee, da werde ich schon aggressiv. Nein. Da, Geschwindigkeit, komm da. Holst mal 20. So, gut, also. Starttest. Ja. Ja, das ist schon viel besser. Aha, das ist die Station gewesen. Okay, Entschuldigung. So, also probieren wir es noch einmal. Das mal erleben wir es noch einmal. Jetzt können wir nämlich mit dem Pfupf aus der Station raus. Wumm, Kurve. Und jetzt sollten wir gerade hochgehen. Ja, das ist auch ein bisschen schneller. Schau da, jetzt. Hä? Jetzt wollen wir mal schauen, ob das geht. Und hier der First Drop. Holy shit, mässig, what the fuck, wow, es ist gerade ein Tag geworden und schaffen wir es? Ja, Träumli, Mann. Schaut da, und noch eine ist hier in das 8. gibt es ein Shambhala, wenn das mal jemand möchte in der Realität sehen. Shambhala hat das. Ist in Port Aventura in Spanien. Und rein, nächste Camelback. Herrlich. Und jetzt hier die crazy Kurve. Wow, ist gerade ein bisschen krass. Ja, rein und uhr. Ja, da könnte man noch ein bisschen drehen. Und Break hier. Und wieder runter. Schafft er das? Schafft er? Kurve. Und Station. Ja, das ist ja super! Hä? Ah, das ist ja. Oder? Also, so scheiße ist jetzt der nicht. Es ist ein bisschen kurz, aber. Hä? Traumhaft. Also, ich finde ihn gut. Oh, was ist 4? Ja, logisch, ist ein bisschen Schiss. Ich finde ihn mehr oder weniger gut. Einfach hier ist er gerade ein bisschen sehr krass, finde ich. Da müssen wir noch ein bisschen schauen. Ja, da geht dann die Kuh wie nichts. Da, schön, oder? Auch hier, das finde ich auch gut. Da geht er ohne grosses Problem rein. Ich glaube, es hat Achterbahn-Designer werden. Also auf die würde ich gehen. So extrem ist die nicht. Stimmt, hier muss ich noch ein bisschen drehen. Ist nicht so gut. Also, da tue ich noch ein bisschen. So. Und hier kann man eigentlich auch noch ein bisschen. Ich könnte das auch ändern. Vielleicht ist es anders so, ne? Ich kann noch ein bisschen ruhen. Smoothing all, nicht da, nach hier oben. Gut, der kommt da schon ein krass rein, oder? Er braucht ja wie eine, also warte mal. Nein, jetzt nicht dann. Grundsätzlich finde ich ihn cool, aber es macht so wie kein. Es sieht schon cool aus, aber er braucht ja wie einen Trim Break, oder? Jetzt müssen wir das Stück hier wegmachen. Genau. Und da hier können wir dann nicht irgendwie. Da.
Und das Ding jätten wir noch ein bisschen mehr hingere. So, warte. Nein, das ist schon gut, aber. Nein. Ja, komm, so machen wir es. Ein bisschen mehr. Ein bisschen ab. Wumm. Wumm. Nein, ab. Also da die Grenzen sind. Und wenn ich jetzt das runter tue, nein, einfach so genau. Und runter. Jetzt bin ich eben. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen mehr runter. Ja, so. Hier muss ich noch ein bisschen. Nein, mega, was fast ein bisschen krass ist. So. Nein, jetzt müssen wir das mal noch so drehen. So. Und jetzt, nein. Ja. Und jetzt nehmen wir das und da holen wir da noch Bremsen dran. Ja. Nein. So, ja. Smooth Banking. Ist jetzt da Bremsen dran? Ja, da sind Bremsen dran. So, und jetzt machen wir das noch ein bisschen anders. Und jetzt tun wir hier noch Block Section und Number of Trains haben wir auf 2 Uhr. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert jetzt eben nicht, wenn das Train hier oben bleibt hängen. Wäre es jetzt gerade erleben. Wenn es durchkommt, ist noch geil, aber. Ja, mal! Schauen wir mal schnell, wie das tut. Das funktioniert. Okay, hier gefällt es mir ehrlich gesagt immer noch nicht so wirklich. Geben wir noch ein bisschen mehr. So. Das ist eigentlich recht okay. Also. Ich meine, das ist jetzt nicht so krass, finde ich. Huium, Kurve, 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 Kurve. Kommt rein auch nicht mega schnell und wird abbremst in die Station. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Und auch von der Farbe her gefällt mir das, ehrlich gesagt. Es sieht aus wie die Fury oder Jambala von der Schienending her. Jetzt tun wir uns noch einmal das erleben. Gehen wir dann noch einmal geniessen, jetzt die finale Version. Planet Coasters. Wenn ihr mehr wollt erleben, jetzt wirklich rein mal eine Achterbahn bauen, du kannst noch viel mehr machen. Du kannst noch thematisieren und. Sagt's. Ich würde das gerne entgegennehmen. Das ist doch super. Ich bin zufrieden. Gefällt mir die Bahn. Schon gut. Ja, bin ich wirklich extrem. Da müssen vielleicht nicht ganz so extreme Kurven. Schuss, hier ist auch besser. Blockbremse, runter, bis Horseshoe. Das Hufeisen, so nennt sich das Element. Und da die Helix. Noch eine runter, noch eine Schuhe. Und in die Rimbrakes, runter in die Station. Ist ein bisschen am Schluss, ein bisschen extrem, aber ich finde es gut. Ich hoffe, ihr wollt noch mehr sehen. Dort doch kommentieren oder findet, hey, mal bauen wir einen richtigen Park, machen wir so ein richtiges ein Tutorial. Dort gerne unten her schreiben. Planet Coasters, ich finde als Achterbahn-Freak das beste Achterbahn-Simulationsspiel. Gut, es gibt nicht so viel, aber in den letzten 10 Jahren mit Abstand. Und es ist Beta-Version von dem her. Werden wir dann noch einiges erleben. Dort doch abonnieren. Euer Marc, euer BMac.